Hallo, liebe Leute, hier zu einer neuen Runde Survival Games auf dem gomerdi.net Servernetzwerk. Ich sag sogar Netzwerk. Ja, Kompass bringt ja gar nichts. Ja, ich habe mir gedacht, okay, ich habe QSG, glaube ich, das letzte Mal gebracht. Wie wäre es denn? Ich nehme mal wieder normales SG dran. Habe ich mir gedacht, okay, ich soll vielleicht mal Notify ausmachen. Ja. Das wäre vielleicht ganz praktisch. Jawohl, gut, dass ich die Kiste nicht öffnen konnte, nicht ganz. Nein, du willst mich killen. Bleib weg von mir. Ja, habe ich gedacht, okay, spiele ich normales SG und dann war diese Runde hier gleich verfügbar. Ich bin nicht tot, da kommt nicht her. Sehr schön. Ja, ich war in letzter Zeit etwas inaktiv. Lag daran, dass mir, also was ist letzter Zeit, die letzten 2 Tage war ich persönlich komplett inaktiv und konnte auch am Wochenende nicht GTA aufnehmen, was eigentlich am Montag kommen sollte. Was nicht kam, weil ich, wie gesagt, verpeilt war. Und auch keine Zeit wirklich hatte, um aufzunehmen, was schade ist, aber kann man nichts ändern. Ja, und jetzt bin ich nicht tot. Ja, auf jeden Fall war ich vorgestern, für euch vorgestern, für mich gestern, im Europa-Park. Also im Europa-Park. Und es war ganz schön, da blende ich euch auch nochmal ein paar Bilderchen hier ein. Und zwar würde ich sagen, einfach jetzt, wenn ich dann halt nichts mache, wenn niemand hier in der Nähe ist. Ich rede einfach ein bisschen dazu. Ja, wie gesagt, war ich im Europa-Park. Ich kann nicht reden. Auf jeden Fall war es sehr schön, es war brutal warm. Aber wir haben nirgends wirklich lang anstehen müssen. Das fand ich schön. Und an sich war es auch ein ganz schöner Tag. Ja, ich lasse jetzt, wie gesagt, die Bilder durchlaufen, dass ihr da ein bisschen was sehen tutet. Ich habe nicht viele Bilder gemacht, weil ich war da irgendwie zu faul dafür. Passiert. Naja, was gibt's doch so Neues? Ich habe meine Zeugnisse endlich bekommen. Sie waren richtig schlecht. Nicht. Auf jeden Fall, gibt's hier viel Stuff. Ja, ich bin einfach so... kommt da jemand? Nein. Weg. Alles, was wir nicht brauchen, wir erstmal weg. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Falsches weggeschmissen. Ich hätte mich gar nicht hingeguckt, was ich wegschmeiße. Das ist natürlich wieder super. Nee, hier kann man nichts von gebrauchen. Hier würde mal was anderes ganz gut gefallen, nämlich irgendwie ein Steinschwert oder so. Aber nein, sowas gibt es hier leider nicht. Weg mit. wie soll ich bitte gegen einen Enjoy My Schwalek überleben, der einen Haufen Leute gerade killt? Der kommt mir ein bisschen suspekt vor. Was? Auf jeden Fall ist mir heute im Geschäft was ziemlich Witziges passieren. Ich war arbeiten, weil ich im Geschäft war. Wer hätte es gedacht? Nee, aber auf jeden Fall war ich auf einer Baustelle, weil ich ja als Elektriker arbeite und da muss ich auf Baustellen gehen. Und ja, ich habe die Tür zugemacht. Also innen, wir haben noch so ältere Autos, nicht alte, ja gut, doch alt, aber egal. Ältere auf jeden Fall, die haben kein Zentralverriegelungsgedöns. Auf jeden Fall kann man nicht auf den Knopf drücken und das Auto ist auf, sondern du musst hingehen, musst bei jeder Tür, die du öffnen willst, den Schlüssel umdrehen. So, und da kann man auch von innen einfach den Knopf runterdrücken, wenn ihr es von alten Autos, älteren Autos kennt. Und ja, das war sehr komisch, weil ich habe nämlich einfach alles drin gelassen und bin einfach mal tot. Was geht bei dem eigentlich ab? Hab den drin liegen lassen und hab die Tür abgeschlossen und ja, der Schlüssel lag drin. Jetzt will ich den aber trotzdem mal angucken. Okay, ja gut. Ja, also... Ja, dann musste mein Chef mit dem Ersatzschlüssel kommen. Und ja, der hat... Lol. Hallo, Flockwalker. Und der hat sich ziemlich gefreut über die Sache, weil ich ihn angerufen habe, dass ich den Schlüssel drin liegen lassen habe. Ja, das fand er ziemlich witzig. Also nicht. Ich fand's witzig. Ja, nicht so ganz. Was auch irgendwo verständlich war. Aber Dummheit. Ja. So, jetzt sind wir schon in der neuen Runde und ich habe da gar nichts gesagt dazu, zu der Runde, weil ich die ganze Zeit geredet habe, aber ich glaube, es ist auch besser so.
So, und jetzt werde ich endlich davor. Ich will nämlich. Hier gibt's so ein ganz schönes Haus. Hat geleckt. Hier gibt's so ein geiles Haus, wo es ganz viele Kisten gibt. Da werde ich jetzt rein. Aber erst hole ich mir die Kiste hier. Ja, ich drücke daneben. Und ich hole mir die Kiste hier vorne. Und habe jetzt auch schon mal ein paar Sachen. Das ist schön. Kann ich mich jetzt verteidigen. Ich bin zwar nicht stark damit, aber verteidigen geht. Und jetzt ist wahrscheinlich direkt jemand hinter mir und dann klatscht mich jetzt gleich weg. Ich hoffe nicht. Na, da kommt aber jemand. Nein, bleib weg von mir. Jo, läuft bei dir. Jo, Alter, was geht bei dir ab? Alter, der hat mich jetzt auch gekillt. Was war das denn gerade eben hier? Ist hier rumgehüpft wie so ein Känguru. Läuft bei dem nicht. Wo war ich denn gerade? Europa-Park, habe ich gesagt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, mein Chef und ich, wir reden immer so. Was du hast gesagt? Ist auch ganz witzig. Also, wenn man uns auf der Baustelle hört, denkt, wir sind irgendwelche Ausländer oder so. Also, nichts gegen Ausländer, überhaupt nichts. Aber wenn die auf der Baustelle rumschreien, miteinander, wenn sich zwei Handwerker miteinander streiten, das hört sich so witzig an. Du verstehst einfach, oft verstehst du gar nichts. Oder du verstehst einfach nur. Also auch nichts. Das ist scheißegal. Wie du es nimmst, ist es wurscht. Du verstehst nichts. Weil Handwerker sind ja oftmals Ausländer. Was ja nicht schlimm ist. Heißt ja nicht, dass die blöd sind oder so. Sondern einfach, dass sie oftmals die deutsche Sprache nicht können. Und das sich dann ziemlich witzig anhört, wenn die sie miteinander streiten. Ziemlich witzig, das ist auch ein bisschen untertrieben. Ach, ich wollte einen Holzschwert reinnehmen. Jetzt gefällt es mir schon besser. Und dann habe ich auch. Schön. Dann gehen wir eigentlich wollte ich was Besseres aus den Kisten rausholen, aber nee, die Kiste lasst mich. Ja, ich erschieß mich. Die Kiste lasst mich nicht. Was zum Geier. Ja, das ist sehr witzig auf den Baustellen immer. Wenn die sich anbrüllen. War auch letztens so, da hat draußen einer im Garten so Platten verlegt und dann kommt einfach der Postbote, ich sage jetzt nicht von welchem Kurier oder welcher Firma der war, aber der ist ziemlich dumm gewesen, der den Weg draußen gemacht hat, der hat ganz frisch so Kies, ganz kleinen Kies, ganz feinen Kies reingelegt auf dieses Bett halt. Und dieser Kurier, dieser Postzusteller, läuft einfach mitten da durch. Er hat es ganz frisch gemacht. Wir sind da immer schön außen rum, dass da eben nichts passiert. Aber er hat es ganz frisch hingemacht, komplett gerade mit der Wasserwaage und allem, dass dieser Kies perfekt liegt, dass er da seine Steine dann nachher reinlegen kann, seine Platten. Und er läuft einfach mitten drüber mit dem Paket in der Hand. Das war auch sehr witzig, weil die beide nicht deutsch waren. Also nicht der deutsche Sprache der deutschen Sprache mächtig. So wie ich jetzt auch. Ich bin das auch nicht. Und dann haben die sich angebrüllt. Das ist, kurz vor der Schlägerei war das. Das war, dann denke ich mir auch, Leute, ohne Witz. Ja. Ja, was wollte ich noch sagen? Weiß ich jetzt nicht mehr. 2 Euro Bruderparty, ey. Bruder, genau das ist das Gleiche. Kinder, ohne Witz. Hört auf mit Bruder. Das hört sich scheiße an. Jo, hab einfach verzauberte Sachen. Ich bin tot. Ich bin so tot. Ich bin so tot. Der staubt mich einfach ab. Er staubt mich einfach ab. Okay, ich spiele noch eine Runde QSG. Ohne Witz. Nö, da habe ich keinen Bock mehr. Nö, das geht nicht in QSG. Da gewinne ich zwar nicht, aber egal. Dann Tibal Tower, ist mir jetzt egal. Hauptsache in irgendwas rein. Leute, wir kommen einfach direkt in die Runde. Läuft bei mir. So, Kiste da. Das ist die nächste, dann gehen wir die hinter mir. Oh, kein Schwert. Ich brauche ein Schwert. Schwert. Ich laufe einfach im Kreis. Oh, Schwert. 2. Gut, dann können wir jetzt Leute ranken gehen, hoffe ich. Wenn ich gut bin oder nicht. Oder ja, aber ja, aber ja, aber nein, aber ja, aber nein, aber. Stirb. Weil ich treffe nicht.
Nein, Hafen gab's doch. Okay, ich spiele nochmal eine Runde. Ist mir egal, ob ich jetzt sterbe oder nicht, ich habe einfach gerade Lust. Ich komme einfach direkt in die Runde rein, wie geil ist das denn eigentlich? So viele Leute wollen QSG spielen. Ich finde es eh gut mit der Schnellstartzeit, das passt zu QSG. Beides schnell, schneller Start, schnell der Rest. Ich komm, du kommst gleich her. Lol, hast du keinen Knockback gehabt oder hast du geleckt? Ist ja auch. Und ich kann die Kiste nicht öffnen, ich bin auch sehr schlau. Da ist niemand. Da links ist jemand. Ah, was mache ich denn? Warum öffne ich die Kiste? Komm her, komm her. Komm her, ja, fein. Und du kommst auch gleich her. Schöne Sache, auch abgestaubt. Nein, du fällst runter. Jawohl, ist auch tot. Okay, dann können wir da uns jetzt gleich mal schön was holen, würde ich sagen, bei dem. Wir haben hier unten schöne Sachen liegen lassen, habe ich gehört. Wurde mir gerade so zugeflüstert. Freund. Das brauchen wir. Pfeile dahin, das da. Hat er noch eine Hose gehabt, die Bescheid? Nö. Leider nicht. Nächster Spieler. Da oben. Sind zwei. Da waren zwei Spieler. Hey, kommt her, bleib stehen. Komm her. Jo, Alter. Mach mal deine Killaura aus. Komm her. Stirb. Oh Mann, der stirbt nicht. Komm her, Mann. Komm her. Komm. Lass bist. Du bist auch echt Abstauber Level 1000. Naja. Ich würde sagen, dann schreiben wir den mal GG, bevor sie beleuchtet sind und rausgehen. Genau deswegen. Und dann würde ich sagen, das war's. Passt perfekt von der Zeit. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüsschen.